Hallo, ich bin Roland Wäschle und das ist mein Freund Bernd Sanger, den wir mit meiner Frau zusammen kennenlernen durften. Februar 2016? 17. 17, Februar 2017, genau. Da kam Bernd zu uns ins Seminar und was Gott da ja, Tolles gemacht hat, geheilt, bewegt in Bernd, in seinem Leben. Davon hat er vorhin alleine bezeugt. Die anderen Ärzte haben dann gesagt, ja, du bist Sportler und deswegen ist es gut geworden. Aber eben die Engelschuld ist nach wie vor chirurgisch nicht heilbar. Und meine Schulter ist jetzt stärker wie die andere. Und ich bin jetzt mit 44 Jahren, mache ich immer noch Spitzensport. Und Ich bin so dankbar für diese Heilung, die ich da erfahren habe. Die Kraft und Liebe, die ich bei diesem Seminar erfahren durfte, die war nicht von dieser Welt. Und sie hat mich so tief in meinem Herzen und in meiner Seele berührt und hat mich wieder erinnert, wo ich herkomme. Und seitdem bin ich wieder auf dem Weg mit Jesus und Gott und durfte meine anderen Erfahrungen hinter mir lassen. Ich bin so dankbar. Und ja, Bernd. Das war Februar 2017. Mhm. Und interessant war es damals, 2017, als Bernd zu uns ins Seminar kam, da waren wir selber so am Aufwachen. Am Aufwachen, weil wir suchten Gott, wir suchten seine Liebe, wir suchten seine Nähe. Und früher dachten wir, wir haben es auch ein Stück oder wir haben es gefunden. Aber letztendlich passierte 2017, 2018 bei uns selber, in unserem Leben, eine riesige Veränderung. Und zwar haben wir erkannt, dass es Jesus, nur Jesus allein ist. Dass wir nach Bernd geheilt wurden, nicht durch unsere Werke, weil wir so super toll sind, sondern durch unseren Glauben an unseren geliebten Jesus Christus, was er für uns alles gemacht hat. Da haben wir begriffen, Jesus hat schon jeden und alle geheilt. Und damals, als Bernd zu uns kam, da haben wir an Jesus geglaubt. Aber wir kannten die frohe Botschaft noch nicht vollkommen und durchdringend. Aber wir haben schon von Jesus erzählt. Mhm. Und interessant ist, Jesus sagt, geht hinaus, verkündet die frohe Botschaft und ihr werdet Zeugen meiner Taten sein. Also, wir müssen nur das Wort verkündigen und Jesus heilt. Also es ist nicht my G-Power, my weiß Gott was gewesen, was Bernd wirklich geheilt hat, sondern es ist, so wie er gesagt hat, sein Herz ging auf. Er konnte wieder Freude fühlen. Er hat Verbindung, er hat die Kraft Gottes an seinem Körper, auf seiner Seele erleben dürfen, ja. Oder? Ich habe diese Kraft spüren dürfen und eben das war nichts mit Chi-Kraft oder meine eigene, sondern es hat mich auf den Boden gehaut. Aber gleichzeitig habe ich gewusst, ich habe das gefunden, was ich immer gesucht habe, was wir uns alle sehnen. Wir sehnen uns alle nach Gott und Jesus, wir sind alle auf der Suche und ich durfte das in diesem Seminar wieder erfahren und diese Verbindung und deswegen war für mich dann auch ganz klar, diese Heilung passiert jetzt. Und um den Menschen das wirklich deutlich zu machen, ich bin Spitzensportler und 2 Monate später mache ich eine der wildesten Routen der Welt, die in den letzten 7 Jahren jetzt nur ein Junge jetzt raufgetraut. Also da, was ich da gemacht habe, 2 Monate später, war das ist verrückt, das ist nicht vorstellbar schlussendlich. Aber ich möchte Leute motivieren, dass viele Menschen bekommen ein Zeugnis, das ist jetzt unheilbar und ja. Es geht nicht mehr. Ich kann nur sagen,
erstens der Glaube versetzt Berge und der Glaube mit Jesus, wenn ihr das findet, Jesus kann alles heilen. Und für mich ganz klar, diese Heilung, die ich hier erfahren durfte und die nächsten Schritte, die halt nachher passiert sind, ist so schön, dass ich diese Verbindung mit Jesus wieder aufbauen habe können. Ja, für uns war es die Bestätigung, wie groß unser Gott ist. Wir suchten 20 Jahre lang das Übernatürliche. Aber letztendlich, wisst ihr, in Jesus Christus, wenn wir mit ihm unterwegs sind, wir haben einen übernatürlichen Gott. Er lief übers Wasser, er heilte jeden, der zu ihm kam. Ja, ich kann euch nur ans Herz legen, geht auf Jesus zu und ihr werdet, es geht dann nicht ohne Wunder. Und das hat noch ganz viel mit Heiliger Geist zu tun. Weil was Bernd damals gespürt, erlebt hat, das hat ganz viel mit Heiliger Geist zu tun. Die Kraft, ihr werdet Kraft empfangen. Und die Kraft, die kommt vom Heiligen Geist. Aber sendet Jesus Christus. Er wurde ausgegossen vor 2000. Er ist hier. Und Bernd hat zugehört. Er war hungrig. Er war hungrig. Er war wahrscheinlich auch verzweifelt. Ja. Sein Leben war Klettern. Ja, das Leben war Klettern, ja. Stimmt. Und ja, da war es halt dann eigentlich vorbei. Und ich kann dann von mir sagen, ich durfte in meinem Leben zweimal mit dem Klettern beginnen. Einmal mit 14 Jahren und einmal mit 40 Jahren. Mit 40. Ja. Und da gab es noch ein paar ganz, ganz tolle Geschichten, also auch jetzt akute Geschichten. Weil der Bernd, ja, Klettern ist halt ein Sport, wo man schon mal immer wieder mal was passieren kann. Ja, ich möchte euch ermutigen, wenn Jesus heilt nicht nur einmal. Multibel. Ja, multibel. Ich weiß noch, wann war das? Letztes Jahr, wo du im Himalaya warst? Ja, letztes Jahr war es. Da ist auch was am Fels passiert. Ja, letztes Jahr war ich auch wieder im Himalaya. Und ich war am Berg und ich habe geklettert und ich habe schon was gemerkt am Knie. Ich bin den Berg noch runtergelaufen, aber am Morgen konnte ich fast nicht mehr aus dem Bett steigen. Ich bin fast die Treppen nicht mehr hochgekommen zu meinen Freunden zum Frühstücken und habe gedacht, puh, jetzt ist mein Urlaub vorbei oder mein Urlaub, meine Kletterreise ist jetzt beendet. Aber Gott sei Dank habe ich nein, ruf jetzt den Roland an. Und ich bin dann zurückgehumpelt ins Zimmer. Meine Freunde haben mich begleitet und die sind dann gegangen. Wir haben das Gebet gemacht und ich bin normal zum Frühstück zurückgelaufen und der Schmerz war weg und ich bin noch einen Monat kletternderweise im Himalaya gewesen. Ja. Ja. Es war ein Gebet und es war erledigt. Ja, und ich weiß, der Bernd hat uns angerufen und ich konnte sofort erkennen, dass Bernd echt ein Problem am Knie inne hat und konnte ihm ganz genau den Ort sagen und er hat dann das bestätigt, dass es so ist. Und dann weiß ich, wenn Gott einem was zeigt, dann weiß ich ja, dass es verschwindet. Hundertprozentig geheilt ist. Und ich im Namen Jesus Christus Schmerz weiche aus seinem Knie und spreche vollkommene Heilung ins Knie. Freisetzung. Steh auf. So ja, war's, gell? Das war so, ja. Steht auf, Schmerz ist weg. Ja, Distanz. Weißt du, für Gott gibt es keine Distanz. Da gibt es keine. Gibt es nicht. Er ist, wenn wir telefonieren, ist er bei mir genau gleich, wie wenn er bei ihm ist. Und ich glaube, das haben wir inzwischen so dreimal sicher. Ja, immer wieder. Immer wieder. Und immer wieder, immer wieder, immer wieder hilft Gott. Hat das funktioniert, ja. Das funktioniert. Wisst ihr. Und der Bernd ist inzwischen so groß, dass es auch alleine kann. Ja? Alleine durch Christus, mit Christus. Ja. Und das, da wollen wir die Menschen hinführen, dass sie, wenn nicht der Große, super duper. Nein, wir möchten die Menschen dazu führen, lehren, selber Jünger Gottes zu sein und solche Dinge tun zu können. Und Jesus hat gesagt zu seinen Jüngern, ihr könnt Gleiches tun und noch Größeres. Ja, das gilt für jeden der Jesus
er seinen Herrn anschaut, ihm folgt, ihn liebt aus ganzem Herzen, mit seiner ganzen Kraft. Und da verändert sich natürlich auch das Leben. Da hat sich einiges verändert jetzt. Die letzten Jahre, ja, ja, hat sich sehr viel verändert. Wie ich es ja schon gesagt habe, meine Depressionen oder Stimmungen, die ich gehabt habe, sind jetzt Gott sei Dank weg. Mein Leben mit der Freundin und ich habe eine ganze Großfamilie übernommen. Ich lebe mit meiner Freundin jetzt in der Schweiz. Und wir sind immer wieder Zeugen von Wundern. Und es ist schön, dass ich mit Sonja auch das Leben mit Jesus führen kann. Dass sie das Gleiche spürt und sieht. Und wir wünschen uns das. Und es kann immer weiter wachsen. Ich glaube, es gibt auch dort. Der Glauben hat keine Grenzen. Und keine Grenzen. Wir werden in unserem Glauben halt immer wieder geprüft, gestärkt, geschärft. Aber es ist ein Weg. Es ist ein Weg. Ein Weg mit Jesus. Ein Weg der Wahrheit. Und ich bin schon neugierig, wo uns schlussendlich hinführen wird, aber mit Jesus ewige an der Leben. Seite. Wir werden uns ewig sehen müssen. Ja, und das sehr gern. Ja. Halleluja. Halleluja. Und wenn du da draußen bist und selber jetzt ein Problem hast, an Schultern, an Dinge, die Ärzte sagen, irreparabel. Ja. Für Jesus ist alles möglich. Er kann jeden heilen. Und wann? Alles schon passiert. Ja, und dafür wollen wir ein Gebet sprechen für die da draußen, dass sie genau das Gleiche erfahren dürfen. Mhm. Ja. Sollen wir das machen? Ja. Okay. Danke, himmlischer Vater. Wir danken und preisen dich, Jesus. Du bist für alle unsere Sünden, für alle unsere Krankheiten, für alle unsere Schmerzen, bist du am Kreuz gestorben. Und wir glauben, dass du am dritten Tage auferstanden bist. Du sagst es am Kreuz, es ist vollbracht, es ist vollbracht. Alle Menschen, die das glauben, die sind in seinem Namen Jesus Christus, sind sie geheilt. Und somit sprechen wir jetzt zu diesen unheilbare Krankheit da draußen, oder auch, ja, egal was du hast, wir sprechen da jetzt Heilung rein. Wir sprechen jetzt im Namen Jesus Christus, dass das, was dich plagt, jetzt aus deinem Leben verschwinden muss. Schmerzen, geh im Namen Jesus Christus. Ja, das heißt, spastigen Behinderungen im Namen Jesus Christus, geh, verschwinde im Namen Jesus Christus. Und wir sprechen. Setze vollkommene Freiheit, vollkommene Gesundheit in deinem ganzen Körper frei. Von der Füße bis zum Scheitel. Danke dir, himmlischer Vater. Danke dir. Und wenn du noch mehr davon hören möchtest, dann komm gern oder sehen möchtest auf unseren YouTube-Kanal Feuer im Herzen oder auf unsere Homepage feuerimherzen.net. Ja, wir freuen uns, wenn dich unsere Unterhaltung oder das Zeugnis von Bernd gefallen hat, dürft ihr es gerne liken. Ja, alles Liebe und Gottes Segen für euch und danke Bernd. Danke dir. Ich danke dir. So schön. Halleluja. Halleluja. Amen.